Ja, wollen wir gleich mal unseren Teamnamen raushauen, Ben, den wir hier in Varo 3 haben. Okay, unser Teamname ist Hashtag. Hey Leute, ich bin's wieder. Willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games. Heute ist mal mit dabei der Dr. Banks. Hallöchen. Moin. Okay, und zwar geht's heute um unseren Varo-Teamnamen, wie ihr vielleicht schon gelesen habt. Und ja, ich habe jetzt keine gute Rüstung. Ben, verfolgst du mich? Ja. Alles klar, okay. Folge dir unauffällig. Ja, sehr schön. Und es geht auch um unser Varo-Training. Da werden wir auch ein paar Infos bekannt geben, wie wir das Ganze gestalten werden. Wir fangen ja jetzt relativ spät an, aber dafür wird es auf jeden Fall, denke ich, eine coole Sache. Umso intensiver. Oh ja, liebe Freunde. Okay, ich habe eigentlich ganz gute Rüstung. Leider noch locker an dem Haus Sachen. Kein richtiges Schwert. Ich hab ein Steinschwert für dich. Okay, sehr nice. Oh, also ich gebe dir da die Eisenaxt natürlich. Okay. Oh ja. Dankeschön, nett von dir. Ja, wollen wir gleich mal unseren Teamnamen raushauen, Ben? Den wir hier in Varo 3 haben. Okay, unser Teamname ist Hashtag Good Game. Hashtag Good Game, nicht Hashtag Team oder so. Gleich mal klarstellen. Manche haben ja auch ein Hashtag Team davor. Aber wir heißen Hashtag Good Game, Ben, und hier ist ein Team. Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist weggerannt. Übrigens, funny fact, die Teams, die Hashtag Team irgendwas sich genannt haben, wurden in der Varo-Konf erstmal geflamed. Oh Mann. Und komm schon. Also so ein bisschen Spaß halber halt. Okay. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin immer noch bei dem Haus. Alles klar, dann, ja, ich sehe dich. Also gut, wieder. Habe ich jetzt erstmal ein paar gekillt. Hashtag Good Game. Wir fanden einfach, dass es ein cooler Name ist. Das hat jetzt keine größere Bedeutung irgendwie. Ah ja, doch schon. Also auf der einen Seite, also ihr kennt ja, wir sagen ja immer JJ und so. Und das heißt ja Good Game. Genau. Und das wissen ja die Stammzuschauer von euch. Und da hat es sich halt angeboten, Good Game zu nehmen. Und außerdem muss man ja doch sagen, hast du was zu essen, bitte? Ich habe was zu essen, definitiv. Außerdem muss man ja auch sagen, ich sag mal so, ich will natürlich, oh, das ist aber ziemlich viel, Digga. Ich will natürlich jetzt nicht unsere ganze Taktik verraten, aber wir werden natürlich kein Team sein, das 40 Folgen erstmal schön Diamanten farmt. So viel kann man auf jeden Fall schon mal verraten. Deswegen ist Good Game, denke ich mal, ein ziemlich fresher Name. Ja. Okay, nice, ich habe den auch getötet. Items und jetzt nochmal auch zum Varo-Trailer. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr den auch nochmal anschauen. Da haben auch viele geschrieben, ja, ich dachte, eure Taktik ist jetzt nicht so defensiv irgendwie zu spielen. Natürlich, im Trailer wurde es ein bisschen so dargestellt, als ob wir da nur farmen und am Ende gegen das finale Team kämpfen. Echt, so habe ich das gar nicht interpretiert. Das war einfach bloß ein Unterhaltungstrailer. Das hatte nicht wirklich eine tiefsinnige Bedeutung. Nee, also wir waren auf jeden Fall schon draufgehen, wie wir schon gesagt haben, und aber trotzdem ist es auf jeden Fall ein cooler Trailer geworden. Und jetzt wisst ihr unseren Teamnamen. Und jetzt kommen wir auch zum Varo Training. Okay, und der hat auch ein Eisenschwert. Wir haben uns halt überlegt. Alter, nice. Alter, du hast den abgestaubt. Oh Mann. Oh nein, Eisenschwert, das will ich. Ja, gib mir das Eisenschwert. Oh nein. Aber da lag noch ein Goldapfel, hast du den auch? Nee, den habe ich nicht, aber den kannst du gerne haben. Ja, unser Varo Teamname. Das wird jetzt einfach so ablaufen, dass wir immer mit verschiedenen Teams zocken werden. Jetzt nicht unbedingt aus Varo, vielleicht da auch ein paar. Ja. Aber halt. Also die jetzt. Hattest du den nicht hast? Ich habe ihn nicht, nee. Okay. Aber natürlich auch mit verschiedenen Teams. Und werdet ihr auf jeden Fall sehen, welche Teams das genau sind. Da habe ich auf jeden Fall auch schon mega Bock drauf, weil Varo ist ja natürlich ein Teamprojekt. Und deswegen bietet sich das auf jeden Fall gut an. Ich habe einen Kompass. Mhm. Okay. Ja, das lohnt sich jetzt aber nicht mehr. Okay. Ja, wir haben uns halt überlegt. Also die meisten Teams machen das halt so, jetzt No Hate oder so. Aber die spielen halt eine x-beliebige Runde, PvP, Survival Games, Jump League, was weiß ich. Nennen das dann einfach Varo Training for the Klicks. Ist ja auch legit, können die alle auch machen. Ja, klar. Haben wir übrigens letztes Jahr auch so gemacht. Aber das mal nebenbei. Aber dieses Jahr dachte ich mir so, oh Gott, der Kommod hat mich weg. Für Warte. What the fuck, Alter? Du bist tot. Was bist denn du für einer? Ja, aber instant, ey. Oh Mann, okay, und ich habe ihn bekommen mit 9,5 Herzen. Alles klar. Ja, du hast ihn ja auch von hinten in den Rücken abgestaubt. Was? Ja, von Rücken, genau. Ich habe ihn. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Wir wollten halt ein richtiges Training machen. Und da dachten wir, einen guten Two-on-Two gegen richtige Teams macht Sinn. Und deswegen machen wir das so. Das machen wir auf jeden Fall so. Es war jetzt eine relativ kurze Runde. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat, falls es euch gefallen hat. Lasst eine positive Bewertung natürlich da. Schreibt eure Meinung auch zu dem Teamnamen in die Comments. Und ja, das war es an sich vom Video. Schaut beim Dr. Banks auf jeden Fall vorbei. Und wir sehen uns ansonsten morgen wieder. Haut rein und tschau. Ja, Leute, haut da rein.